am Brunnen gratulieren zu diesem 4-1-Sieg. Kann man sagen, dass man weiterhin verdienter Tabellenführer ist? Merci zuerst mal. Wir sind noch stets von Spiel zu Spiel am Steigern. Es gibt immer noch Sachen, die noch nicht so gut funktionieren. Aber ich würde sagen, jetzt, wir sind verdient in der oberen Zone von der Tabellen. Aber jetzt am Donnerstag sehen wir erst, ob wir den Platz verdienen oder nicht. Kann man den heutigen Sieg auch vom vorherigen Spiel am Dienstag verdanken, dass man so quasi den Schwung mitnehmen konnte? Ja, es ist auch wieder ein Zeitchen her, seit wir das letzte Spiel gespielt haben. Aber ist klar, oder? Wenn man ein paar Spiele gönnt, dann nimmt man den Schwung jedes Mal mit. Wenn man verliert, dann fängt man wieder von neu an. Aber wir sind im Moment recht stabil und ich hoffe, dass wir das behalten können. Ja, so. Das heisst, man kann den Schwung jetzt gerade mitnehmen für ein Derby am Donnerstag in Langenthal? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das Langenthal nimmt den Schwung sicher auch. Ich weiß noch nicht, was sie gemacht haben, aber für das Derby ist man immer motiviert, egal ob wir jetzt gewonnen oder verloren haben. Und jetzt müssen wir einfach parat sein für das Spiel. Jetzt zum heutigen Spiel. Was hat man gut gemacht? Wir haben sehr gut defensiv gespielt. Ich glaube, es sind etwa 5-6 Spiele, beide Goalie spielen ausgezeichnet. Und unsere Verteidigung macht einen super Job. Sie bringen die Scheibe führen. Die vorne geht jetzt ab und zu rein. Und wir hatten eine Zeit, wo sie halt nicht so reingekommen ist. In der neutralen Zone können wir noch etwas verbessern. Aber so spielen wir eigentlich schon ziemlich gut. Ja. Jedoch ist es wieder lang gegangen, bis das erste Goal gefallen ist. Hat man das bewusst gemacht, taktisch, oder? Nein, das Ziel ist schon immer ganz schnell ein Goal zu schiessen. Aber zum Teil geht es rein, zum Teil nicht. Wichtig ist, dass wir keine gefressen haben, oder? Dass wir hinten gut können spielen können. Und das ist so und so bei uns im Moment. Was sagst du zu der Schiedsrichterleistung? Ja, ich will mich gar nicht äußern zu den Schiedsrichtern. Die machen ihren Job, wir machen unseren. Sollen andere über das philosophieren. Jetzt so eine kleine Prognose für den nächsten Donnerstag gegen Langenthal. Kann ich auch noch nicht gesetzt. Also, wir sind sicher top motiviert und jetzt wollen wir noch gegen Langenthal gewinnen. Es kann nicht sein, dass wir dreimal das Derby verlieren.